Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer 11. Social Media A-Vorlesung. Das Semester neigt sich dem Ende zu, die Temperaturen steigen. Wir haben außer der Einheit heute noch zwei Termine. Nächste Woche ist ja Fronleichnam und Feiertag und damit vorlesungsfrei. Und dann haben wir noch zwei Termine anschließend, eben am Blick in den Kalender, am 23. und am 30. Am 23. werden wir uns mit dem Thema Social Media Monitoring, Analyse, KPIs, Auswertung von Social Media Kampagnen beschäftigen. Und beim letzten Termin, am 30., da mache ich dann nochmal eine Gesamtwiederholung des Semesters im Hinblick auf die Prüfung sozusagen. Die Einheit heute und am 23. werde ich Ihnen dann wie gewohnt im Moodle online stellen, die Gesamtsemesterzusammenfassung, die gibt es dann nur live zu sehen. Ja, that being said, nochmals herzlich willkommen. Heute habe ich zwei Themen auf der Agenda für diese Vorlesungseinheit. Zum einen einen kleinen Nachtrag von der letzten Woche. Wir haben uns in der letzten Woche ja mit dem Thema Online-Video bzw. Social-Media-Video befasst, die Entwicklung von Videos. Ich habe Ihnen noch ein paar interessante Daten und Fakten zusammengetragen zu einem Thema, das wir im Zusammenhang mit Video letzte Woche nur am Rande gestreift haben, nämlich Live-Video-Streaming. Ich habe Ihnen die frühen Vorläufer gezeigt und wir haben uns YouTube und so weiter angeschaut. Es gibt ja letztendlich momentan drei große und populäre Videoformate. Zum einen das Video on Demand. Könnte man das nochmal unterteilen in professionelle Streaming-Dienste wie Netflix, Disney und so weiter. Und zum anderen das Video on Demand auf Videoplattformen wie YouTube oder eben auf Social Media und Livestreaming. Sind recht unterschiedliche Formate. Man könnte sagen, beim Livestreaming sind die technischen Anforderungen nochmals um einiges höher, sowohl Leitungsgeschwindigkeit als auch Hardware. Aber auch hier sind wir mittlerweile in einer Situation, wo es vorausgesetzt, sie haben ausreichend schnellen 4G-Empfang, ohne weiteres möglich ist, mit den Bordmitteln eines modernen Smartphones, beispielsweise mit der Freeware wie Facebook, die auch diese Funktionen integriert haben, letztendlich von jedem Punkt der Erde, wenn es dort, wie gesagt, ausreichend 4G-Coverage gibt, live zu streamen. Nastasia, ich, am 30. Juni, dann habe ich das Datum verwechselt. In dem Fall, falls die Prüfung am 30. Juni stattfindet, werde ich Ihnen die Zusammenfassung vorher aufsprechen und ein paar Tage vorher zur Verfügung stellen. Bekommen Sie auf jeden Fall. Also Livestreaming, formal der Unterschied zwischen Video on Demand und Livestreaming. Bei Video on Demand, da haben Sie einen fertigen Videoclip, das kann eine Aufnahme aus dem Fernsehen sein, das kann natürlich auch ein selbstproduzierter Clip sein, den Sie irgendwo hochladen und Personen, die diesen Clip dann anschauen, rufen ihn eben von der jeweiligen Videoplattform ab. Das habe ich Ihnen auch das letzte Mal gesagt, da ist natürlich von den Zugriffen her eine Sache, die YouTube sehr früh sehr populär gemacht hat, kann man die Videos dann entsprechend in eben HD bzw. mittlerweile 4K Qualität oder noch schneller zur Verfügung stellen bzw. auch in kleinerer Auflösung, wenn es die Leitungsgeschwindigkeit eben nicht hergibt. Bei diesen Video-on-Demand-Systemen haben Sie in der Praxis meistens irgendwelche Buffering-Mechanismen. Sie kennen das auch von Ihrem Netflix-Account oder von YouTube. Man klickt auf Play. Wenn man einen sehr schnellen Rechner sitzt, dann ist da eigentlich keine Verzögerung merkbar. Manchmal bekommt man dann aber eben die Ladeanzeige. Und wenn sozusagen, ja, wenn entsprechend viel Leitungskapazität zur Verfügung ist, dann wird die Datei bereits im Hintergrund zu Ihrem Rechner geladen, damit Sie sie dann unterbrechungsfrei wiedergeben können. Wenn sich das nicht ausgeht, dann beginnt das Ganze zu ruckeln oder es kommt eben zwischendurch nochmal zu einem Nachladen. Solche Buffering-Mechanismen funktionieren bei Livestreams natürlich nur sehr, sehr begrenzt und werden zwar auch einige Sekunden gebuffert, aber wenn Sie da live zuschauen möchten, dann kann man natürlich das Ganze nicht vorher runterladen. Das heißt, Sie brauchen diese Leitungsgeschwindigkeit auch in echt, was Livestreams natürlich sehr attraktiv macht. Und das ist, denke ich, sicherlich einer der Gründe, warum dieses Format in den letzten Jahren ein so unglaubliches Wachstum erlebt hat, ist die Möglichkeit der Interaktion. Wenn Sie an TikTok denken und an die dortige Livestreaming-Funktionalität, da kann man jetzt ja mal sagen, dass von der
Creator Economy her, auf Seiten der Plattform, die essentiellen Interaktionen oder Mikrotransaktionen sich alle über die Livestreams abspielen. Ich nehme an, Sie kennen das alle, Sie können ja Livestreamern Tokens schenken, zur Verfügung stellen, die können sich damit sozusagen ein Einkommen aufbauen. Ich habe mir das Modell nochmal grundlegend angeschaut. Ich vermute mal stark, dass die Monetarisierung bzw. die Premium-Channels von YouTube zumindest in der jetzigen Form das nachhaltigere Modell sind, aber es ist natürlich schon sehr interessant, aus medienwirtschaftlicher und auch aus medienwissenschaftlicher Sicht ganz allgemein, dass diese Livestreams ja sozusagen das unmittelbarste medienökonomische Feedback bieten. Wenn Ihrem Publikum gefällt, was Sie da machen, dann bekommen Sie das auch direkt in Form von Tokens. Twitch hat ja auch ähnliche Mechanismen integriert. Auch hier können Sie das, ist vor allem im Gamer-Bereich populär, einzelnen Creatern eben auch Donations zur Verfügung kommen lassen. Twitch natürlich auch eine Livestreaming-Plattform. Abgesehen von der echtzeitlichen Übertragung und den Interaktionsmöglichkeiten ist auch ein typisches Kennzeichen von Livestreams, das müsste jetzt technisch nicht so sein, hat sich aber sozusagen so etabliert, könnte man sagen. Livestreams sind im Durchschnitt deutlich länger als Video on Demand. Und ich spreche jetzt hier von Creator-Videos, von Social-Media-Videos, nicht von professionellen Fernsehproduktionen. Da haben wir natürlich die üblichen 18 bis 21, 40 bis 42 Minuten Formate und dann 90 Minuten oder länger Spielfilme. Die Videos, die für Online-Kontext produziert werden, das sieht man eigentlich sehr deutlich, dass grundsätzlich im Social-Media-Bereich kurze Videos, das bedeutet bis zu maximal 2 Minuten, am besten abschneiden. Und dann gibt es dazwischen so ein Loch, zwischen 2 und 6 Minuten. Interessanterweise, diese Videos, die in der Länge zwischen 2 und 6 Minuten liegen, da gibt es natürlich Ausnahme von der Regel, aber die haben so im Durchschnitt die höchste Abbruchrate. Videos, die länger sind als 6 Minuten, kommen wiederum on average auf in etwa die gleichen Interaktionsdaten, sofern ein beträchtlicher Teil der Nutzer mindestens 6 Minuten schaut. Man könnte dann sagen, ob das Video 6 Minuten oder 7 Minuten oder 20 Minuten dauert, ist dann auch schon egal. Bei den Livestreams ist es aber durchaus so, dass die durchschnittliche Livestream-Länge, das unterscheidet sich von Plattform zu Plattform, aber immerhin aktuell bei zwischen 25 und 30 Minuten liegt. Also Livestreams werden wesentlich länger konsumiert, das heißt, hier wird auch ein beträchtlicher Teil der Social-Media-Zeit des Zeitbudgets investiert. Wenig überraschend sind es in erster Linie Millennials, bei denen ein beträchtlicher Teil ihres Bewegtbildkonsums aus Livestreams besteht, während bei den älteren Generationen eher Video-on-Demand-Services genutzt werden. Ich habe ein paar Fakten zum Thema Livestreaming. Es ist manchmal, Sie wissen ja, manche Statistiken entwickeln sich nur nach oben, aber da gibt es durchaus einige Entwicklungen der letzten 2-3 Jahre. Natürlich werden da die Lockdowns und wird Corona sicherlich, so wie in allen digitalen Bereichen, auch das Seinige dazu beigetragen haben, wenn zu Hause im Lockdown fadisiert rumsitzt und trotz 200 Kanälen wieder mal nichts im Fernsehen läuft, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch mal Livestreams anschaut, etwas höher. Wie dem auch sei, aktuelle Daten, ich werde in den Artikel dann wieder wie üblich verlinken, Fußnote, nein, selbstverständlich brauchen Sie die konkreten Zahlen nicht für die Prüfung, nur sozusagen, um Ihnen ein wenig ein Gefühl zu vermitteln, was sich in diesem wirklich sehr, sehr dynamischen Bereich tut. Das ist von DaCast, ist einer der großen professionellen Streaming-Anbieter in den USA, die machen auch eigene Auswertungen. Alle diese Zahlen beziehen sich auf die USA, die sind von verschiedenen Untersuchungen zusammengetragen und bereits vor Covid, bereits vor den Lockdowns, also bis Beginn 2019, stellte Streaming Media, das ist ein Branchenmagazin, fest, dass es in den letzten 2 Jahren, also von 2017 bis 2019, 93% Wachstum bei Video-Livestreams gegeben hat. Das ist natürlich ein ganz enormes Wachstum und hat sicherlich auch damit zu tun, dass in dieser Phase mehr und mehr Plattformen neben dem Video-on-Demand-Upload auch Livestreaming begannen anzubieten. Ist ja bei YouTube genau das Gleiche, war ursprünglich eine reine Video-on-Demand-Plattform und wurde dann irgendwann ergänzt, um eben die Livestreams, Premieren und so weiter. Zum Thema
Durchschnittliche Viewlänge, das war ganz genau genommen, kam daraus 26,4 Minuten, aber Sie wissen ja, das sind Durchschnittszahlen, die geben nur einen gewissen Rahmen vor. Aber auch interessant ist, im Durchschnitt, und das unterscheidet sich wiederum nach Genre und Plattform, schauen Zuseher Live-Videos, also live gestreamte Videos, 10 bis 20 Mal länger als Video on Demand. Das heißt, hier dürfte schon durchaus eine höhere Attraktivität eine Rolle spielen. Ein ähnlicher Mechanismus wie im Fernsehen, wo ja auch Live-Übertragungen immer einen besonderen Nimbus genießen. Von allen Personen, die regelmäßig Livestreams sehen, das ist nach wie vor eine Minderheit der Gesamtbevölkerung, schauen sich aber immerhin 7 von 10, also 70% täglich mindestens einen Livestream an. Nun sieht man auch schon, das ist im normalen Mediennutzungsverhalten sehr, sehr stark integriert. Ich weiß nicht, ob es in den letzten 6 Monaten etwas Größeres gab. Soweit mir bekannt, der größte bisher, von der Zahl der live zusehenden Personen, der größte Livestream bisher war das Coachella Festival 2019. Daher können die Festivals ja auch wieder stattfinden. Ich glaube, die Pannonia Fields gehen gerade im Gatsch unter. Aber nichtsdestotrotz, da waren 82,9 Millionen Personen live dabei im Stream. Natürlich haben dann im Anschluss das Video noch viel mehr gesehen, aber das war die größte bisher, wie gesagt, mir bekannte Zahl an zugleich live zusehenden Personen in einem Stream. Bis 2028 schätzen Wirtschaftsprognoseunternehmen und Wirtschaftsberater, dass der Wert der gesamten Branche des Streaming-Marktes bereits über 200 Milliarden Dollar liegen wird. Die Online-Livestreaming-Industry, also die Branche, Unternehmen, die einschlägige Services anbieten, beispielsweise Restream, das ich auch hier nutze für Streaming der Vorlesung, Twitch und so weiter, die üblichen Verdächtigen, die haben zwischen April 2019 und April 2020 im Durchschnitt 99% Wachstum hingelegt. Also sieht man schon, dass das explodiert geradezu. Und dementsprechend sind natürlich auch oder diversifiziert sich auch das Angebot. Wie bereits erwähnt, die Generationsfrage spielt hier eine große Rolle. Je jünger, desto mehr Livestream-Affinität, kann man ohne weiteres sagen. Und eine Sache, die wir auch gesehen haben in den letzten 2-3 Jahren, es gibt eigentlich wenig Unterschied. Oder sagen wir mal so, Livestreams werden jetzt nicht vorzugsweise am Desktop oder am Mobile gesehen. Es ist im mobilen Bereich mittlerweile genauso etabliert. Eine Statistik, Europa mag da etwas weiter hinterher sein, aber denken Sie auch an die Diskussion über öffentlich-rechtliches Fernsehen und so weiter. Gibt es ja in den USA in der Form nicht. Bis, wie Adweek erfragt hat, bis 2022 wollen 25% aller amerikanischen Haushalte ihre Cable-Subscriptions abmelden. Also in den USA ist ja Satelliten-TV nicht wahnsinnig verbreitet. Es gibt überall die Cable-Networks, und über die eben die Sender verbreitet werden. Das sind mittlerweile 25% aller Haushalte, die sagen, ist kein Mehrwert mehr für mich, ich hole mir meine Bewegtbildinhalte so oder so online. 2020 haben wiederum in den USA laut Statista 232 Millionen Personen Livestreams angesehen, quer über, wie bereits erwähnt, alle möglichen Devices. In der Gesamtnutzung des Internet gibt es wirklich nur eine kleine Gruppe, die keine Videos sieht. Das 10%, 90% aller Internetnutzer schauen sich regelmäßig Videos an. Und im Durchschnitt, wie gesagt, das ist auch wieder altersabhängig, aber so bei 10 bis 15 Minuten liegt die durchschnittliche Videonutzungszeit. Das klingt jetzt nicht nach besonders viel, aber das sind natürlich, wie man das von allen Statistiken kennt, recht viele, nicht nur Ausreißer nach oben und unten, sondern das ist eine recht ungleiche Verteilung. Die Qualität von Livestreams spielt eine beträchtliche Rolle bei der Etablierung des Formats. Da hat sich in den letzten Jahren recht viel geändert. Am Anfang, so wie alle neuen Services, technologisch etwas schwieriger, ist mittlerweile viel simpler umzusetzen. Dennoch, das Haupthindernis oder das Hauptproblem bei Streams derzeit ist, dass es immer wieder mal aufgrund unterschiedlicher technischer Fehlerquellen
Ich hatte ja auch schon das Vergnügen, da eine meiner LinkedIn-Streams, Stream einfach nicht startet. Ein vorgeplanter Stream startet nicht zum geplanten Zeitpunkt. Und das betrifft immerhin aktuell, 2022, satte 2,6% aller Streams. Also man könnte sagen, jedes 50. Mal sitzt man dann sozusagen umsonst vor dem Bildschirm. Übrigens, nebenbei bemerkt, natürlich haben solche Formate, auch wenn sie neu sind, eine ganz besondere Attraktivität. Ich weiß nicht auswendig, kann man ja auch leicht nachschauen, in welchem Jahr Facebook begonnen hat, Livestreaming anzubieten. Aber ich kann mich gut erinnern, an dem Tag, als es in Deutschland verfügbar war, hat eine Social Media Agentur das recht smart genutzt. Die haben sofort den ersten Stream gemacht und ich glaube, dauerte 8 Stunden. Und in diesem Stream hat jemand, man sah nur die Hände dieser Person, weil die Kamera eben so eingestellt war, eine Riesenschüssel M&Ms, also die schokoladeüberzogenen Erdnüsse, sortiert in kleinere Schüsseln, farblich, 8 Stunden lang. Und der Stream hatte, was weiß ich, wie viele 10 oder 100.000 Aufrufe, weil natürlich jeder schauen wollte, wie dieses neue Livestreaming so funktioniert. Die Art von Livestreams unterscheidet sich sehr stark nach Plattformen, die Art der Inhalte, die auf LinkedIn präsentiert werden. Auch dort gibt es ja die Livestream-Funktion. Die unterscheidet sich natürlich naturgemäß sehr von TikTok-Streams beispielsweise. Die Attraktivität für die jeweilige Zielgruppe, würde ich mal behaupten, liegt aber ganz, ganz stark in dieser, ja, eben möglichen Interaktivität begründet. Wobei das natürlich auch sehr abhängig ist von der jeweiligen Teilnehmerzahl. Wenn Sie einen LinkedIn oder Facebook oder YouTube Livestream mit 10.000 oder mehr Zusehern haben, dann wird es schon sehr schwierig, da noch selber zu interagieren, aber da gibt es dann auch meistens Moderatorenteams. Haha, Minecraft, ja, genau. Müssen wir die Timeline, Angel Last Duke möchte wissen, müssen wir die Timeline, von wann die sozialen Plattformen gegründet wurden, wissen? Nein, 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 keine genauen Jahreszahlen, überhaupt keine Zahlen, Daten und Fakten. Das werden ausschließlich Verständnisfragen sein. Und es wäre natürlich reizvoll, mal zu fragen, wie viele Nutzer hatte Twitter im März 2015. Aber das könnte man eigentlich nur bei einer Prüfung machen, wo Internetrecherche erlaubt ist. Und das war ganz andere. Aber hier, nein, keine Zahlen, Daten und Faktenfragen. Aber auf der anderen Seite, nicht, dass Sie nur meinen, ich möchte es Ihnen damit möglichst einfach machen. Ich halte es wirklich für sinnlos, sich solche Zahlen zu merken. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es nicht so leicht, die Prüfung, gab auch einige, die das probiert haben mit bescheidenem Erfolg, die Prüfung zu absolvieren, wenn man nie zugehört, sich die Videos nicht angesehen und auch nicht mal die Zusammenfassungen durchgelesen hat. Weil, wie gesagt, es geht eher um Verständnisfragen. Ich mache mir da bei Ihnen, die sich hier so regelmäßig im Stream online und anwesend sind, gar keine Sorgen. Ja, ein kleiner Nachtrag und dann komme ich endlich zum eigentlichen Thema für heute, nämlich Brand Identity. Das passt aber auch sehr gut mit Video zusammen. Ich habe es in dem Semester noch nicht erwähnt. Viele von Ihnen kennen es vermutlich. Die Wayback Machine, eine digitale Zeitmaschine, wird betrieben vom Internet Archive, seines Zeichens ein Non-Profit-Verein, eine Organisation, die sich eben um die Archivierung des Web kümmert. Das Tool ist relativ selbsterklärend. Das ist hier die Startseite, was Sie da sehen. Sie können eine Domain eingeben und dann auf Browse History klicken. Ich habe hier jetzt LinkedIn.com eingetragen. Und was Sie dann bekommen, ist so eine Kalenderansicht. Und da sehen Sie jetzt an jedem Tag, wo ein Kreis ist, ein blauer hat, wurden Snapshots angefertigt bei den grünen Kreisen, vollständige Snapshots dieser jeweiligen Startseite. Wenn ich da jetzt draufklicke, wo sind wir da jetzt? Ja, sind wir 2022, gehen wir mal weiter zurück. 2000, ja, 15 Jahre zurück, gehen wir mal nach 2007. Und dann nehme ich mir jetzt mal, sagen wir, 9. Juni, das war der 9. Juni vor 15 Jahren, und klicke jetzt hier mal drauf, dann sehen Sie, es gibt die zwei Snapshots hier. Und der eine, wenn ich den jetzt lade, dann sehe ich im Wesentlichen einen, ja, technisch gesehen eigentlich nicht nur einen Screenshot, sondern eine Kopie dieser Seite, soweit die Wayback Machine die speichern konnte. Sehen Sie jetzt hier, so hat die LinkedIn-Startseite eben vor 15 Jahren ausgesehen. Es funktioniert für alle öffentlich zugänglichen Webseiten, listet auch
unbarmherzig alle eigenen Aktivitäten auf, also wenn Sie selber mal Homepages oder Ihre Bekannten ins Netz gestellt haben, die mittlerweile nicht mehr existieren. Sie glauben gar nicht, was man hier, das war eine uralte Webseite von mir, was man hier alles so findet. Interessant ist auch, dass die Wayback Machine mittlerweile, Sie wissen ja, in Amerika, da gibt es das Case Law mit den Präzedenzfällen, dass die Wayback Machine in einigen Gerichtsverfahren inzwischen als Beweismittel auch anerkannt wurde. Warum erwähne ich das? Es ist ganz interessant, wenn man sich auch mal beschäftigen möchte. Vielleicht wird das ja ein Thema für die eine oder den einen von Ihnen mit Bachelor- oder Masterarbeit, mit der Geschichte von Social Media und der Entwicklung. Da findet man recht schnell recht viele historische Daten, auch wenn man mal ältere Screenshots braucht und so weiter. Natürlich bei Social Media Plattformen naturgemäß lassen die sich nicht vollständig indexieren. Sie wissen ja, weite Teile der Plattform sind nur zugänglich, wenn man eingeloggt ist. Diese Seiten indexiert, diese nicht öffentlich zugänglichen Seiten indexiert die Wayback Machine natürlich nicht. Sie finden dort im Wesentlichen die Teile, die öffentlich zugänglich sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein weites Forschungsfeld für Juristen sein kann oder auch teilweise bereits ist, sich die AGBs, Impressen, Datenschutzbestimmungen bzw. deren historischen Verlauf anzusehen. Viel Arbeit, aber wäre natürlich sehr, sehr spannend. Die stehen normalerweise auch öffentlich im Netz und da findet man das recht einfach. Also wenn Sie mal in die digitale Vergangenheit reisen wollen, ist die Wayback Machine eine recht spannende Möglichkeit, das zu tun. Warum zeige ich Ihnen die jetzt her in dem Zusammenhang? Weil ich zum sozusagen als Nachtrag zum letzten Termin noch ein Video gefunden habe. Ich spiele es jetzt nicht ganz vor. Ich klicke es hier nur mal an. Ich nehme den Ton weg. Das ist ein ganz netter Zusammenschnitt. Ich glaube, das ist auch vorwiegend gemacht mit eben Screenshots aus dem Wayback Archive, wie sich YouTube entwickelt hat von 2005. So sah die Seite mal aus. Relativ überschaubar. Da waren noch die getappten Navigationen recht populär. Und da gab es auch ein einzelnes Kontaktformular. Keine Abteilungen und so weiter. Versuchen Sie mal 2022 jemanden bei YouTube zu kontaktieren. Ist nicht ganz trivial. Und da sieht man eben, ich springe mal ein wenig vor, wie sich die Seite eben im Lauf der Zeit weiterentwickelt hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, zwar insgesamt sozusagen von einer bloßen Videoplattform zu einem, ja, ich würde sagen, mittlerweile eigentlich Media Player. So lange gibt es Social Media jetzt auch wieder nicht, plus minus 20 Jahre, aber mit solchen Tools könnte ich mir durchaus vorstellen, dass natürlich auch die historische Social Media Forschung zu einem Feld wird. Und wir haben einige spannende Beobachtungen machen bzw. auch ausgraben kann. Dann habe ich hier noch ein Video für Sie, das von Statista. Live Streaming has taken off in recent years, driven by gaming, e-sports and even streams. Verlinke ich Ihnen dann auch. Bei Statista ist ja die weltgrößte Statistikagentur, die diverse Reports anbieten. Man bekommt meistens ein paar Grunddaten. Auch hier, wenn Sie googeln nach Facebook-Nutzerzahlen oder LinkedIn-Nutzerzahlen oder derlei datenbasierte Fragen, dann tauchen sehr häufig Statista-Treffer auf. Sie bekommen meistens sozusagen ein paar Grunddaten kostenlos serviert und dann gibt es zu den einzelnen Themen eben beispielsweise zum Thema Streaming umfassendere Reports, die dann auch gekauft werden müssen. Aber in solchen Videos, dieses Video wurde zusammengestellt aus dem, glaube ich, letzten Streaming-Report, die machen das quarterly und da sieht man schon durchaus, E-Sports, natürlich, wie viel sich in dem Bereich bewegt, E-Sports natürlich auch ein riesen Bereich. Ich würde sagen, ist der falsche Beginn. Die historische Entwicklung zeigt auch zwei Dinge im Zusammenhang mit E-Sports, die ich äußerst interessant finde. Zum einen dieses Format, wie Sie es jetzt hier sehen, also rund um mich eine Webseite im Hintergrund oder irgendein ein Inhalt, im Fall von Play-Along-Videos oder E-Sports natürlich im Normalfall dann das jeweilige Game. In der Ecke eingeblendet der Sprecher oder Gamer und dann häufig noch diverse Schmuckelemente, so wie hier der Bottom-Bar, den Sie sehen.
eigentlich Vorsbild. Dieses Videoformat, diese Morphologie von Livestreams, die kommt eigentlich direkt aus dem Gaming-Bereich. Das waren die ersten, die damit angefangen haben. Ich glaube, der bekannteste und populärste Streamer, PewDiePie, der Schwede. Gibt es aber natürlich auch sehr viele andere. Dann ausgehend von der E-Sports oder Gaming-Community haben diese Livestreaming-Formate dann andere Bereiche erobert. Ich habe vor kurzem gesehen, Twitch war ja doch vorwiegend eine Gaming-Plattform, beziehungsweise in den ersten Jahren ausschließlich eine Gaming-Plattform. Die haben mittlerweile, je nachdem welche Statistik man anschaut, zwischen 15% und 20% Non-Gaming-Content. Da fällt natürlich diese Vorlesung auch rein, aber es gibt auf Twitch von stundenlangen Live-Bug-Shows bis zu Andy the Duck macht das immer regelmäßig, Kostüme nähen für Cosplays, so in Live-Übertragung. Da gibt es natürlich ein sehr, sehr breites Angebot. Oh je, Stream hängt. Bei mir läuft er auf Twitch im Zweifelsfall reloaden. Wie gesagt, im aller Worst Case, ich nehme natürlich lokal auch auf hier. Ja, und damit nach diesem, eine Sache vielleicht noch zum E-Sports-Thema. Das hatte auch, und das hat für mich schon sehr viel mit dem Thema Demokratisierung von Medien oder von Inhaltsproduktion zu tun. Das sind immer zwei Dimensionen. Im Summe B-Teil werden Sie sich da, oder haben Sie schon viel detailliertere Infos darüber gehört, aber die eine Sache in der Demokratisierung von Medien ist sozusagen die Partizipation der Nutzerinnen. Aber ein zweiter, pragmatischer, formaler Aspekt ist sind die technologischen bzw. letztendlich auch die monetären Einstiegshürden. Und da hat sich natürlich, ich behaupte mal, auch sehr, sehr ausgehend von der E-Sport-Szene in den letzten Jahren auch im Hardware-Bereich einiges getan. Die Kamera, die ich hier für den Stream verwende, ist eine Elgato Facecam. Die wird so irgendwas um die 150 Euro, glaube ich, kostet die. Liefert eigentlich Qualität, für die man vor 20 Jahren, unkomprimierter HD-Stream, für die man vor 20 Jahren erstens mal eine sehr recht spezialisierte Kamera im 4- oder eher 5-stelligen Preisbereich gebraucht hätte, plus entsprechende Hardware-Ausstattung, um das Kamerasignal überhaupt auch erstmal digitalisieren zu können. Selbe gilt für Studioausrüstung, Lichter, Greenscreens. Sie finden in den einschlägigen Online-Stores mittlerweile die diverseste Bauformen von Greenscreens. Hinter mir hier hängt im Wesentlichen ein grünes Tuch, für das ich selber einen Holzrahmen gebastelt habe. Vor 15 Jahren war es fast unmöglich, einen erschwinglichen Greenscreen für den Privatbereich zu bekommen. Das gleiche gilt für die Lichter und so weiter. Warum? Vorher waren das sehr spezialisierte Ausrüstungsgegenstände, sehr spezialisierte Hardware, die eigentlich nur von professionellen Videografen eingesetzt wurde. In der Massenproduktion verbilligen sich Produkte natürlich, mit höheren Auflagenzahlen sinkt die Produktion, sinken die Produktionskosten pro Stück. Und auch durch das Entstehen dieser E-Sport-Szene, da gab es erstmal eine nennenswerte Zahl von Personen, die sagten, ja, ich hätte gern ein Ringlight oder Greenscreen und so weiter. Und dadurch entstand eben auch dieses Angebot, das jetzt natürlich in weiterer Folge allen zur Verfügung steht. Ich persönlich denke auf jeden Fall, dass Livestreaming-Formate weiterhin einer der Bereiche sind, in denen wir am meisten Innovation sehen werden. Und es ist ja auch immer spannend zu beobachten, wie sich die Technologien oder die Technologie und die einzelnen Formate oder Morphologien wechselseitig beeinflussen. Ich bin vor kurzem, oder vor einigen Monaten, glaube ich, 30 Minuten hängen geblieben bei einem TikTok-Stream, bei dem ein junger Herr mit massiver Taucherbrille auf eine sehr großdimensionierte Wassermelone ein Gummiband, das sind ja diese stärkeren Gummis, die man auch bei den Einweggläsern verwendet, gezogen hat. Und es hat einen erstaunlichen Effekt, wenn es genug Gummis sind, dann wird die Melone zu einem Achter und irgendwann, und das ist sozusagen der Suspense-Point, platzt das Ding dann. Ja, schwer vorstellbar, ein solches Format vor 20 Jahren, aber ich habe mich in der Zeit definitiv köstlich unterhalten gefühlt. So, ich hoffe, der Stream funktioniert wieder. Ich check's mal. Ja, Twitch läuft bei mir zumindest
Ganz brav. Gut, und damit zum zweiten Thema. Wie gesagt, hat auch viel mit Video zu tun, aber nicht nur, sondern betrifft alle Inhalte, die Sie als Unternehmen, als Brand über sich ins Netz stellen. Markenidentität. Brand Identity. Was bedeutet das? Mal grundsätzlich ist Markenidentität ein Konzept oder ein Theorieansatz, der natürlich bereits lange vor sozialen Medien oder überhaupt digitalen Medien eine Rolle gespielt hat. Die Markenidentität entsteht durch die Außenaktivitäten einer Marke in Kombination mit ihren Produkten, Dienstleistungen und Services. Was wir in den letzten 30, 40 Jahren eben durch die Entwicklung des Internets, durch die sozialen Medien natürlich sehr, sehr deutlich gesehen haben, eine Entwicklung bei Unternehmen oder überhaupt eine Entwicklung auf den gesamten Märkten, die auch ihr späteres oder bereits aktuelles Arbeitsleben sehr, sehr stark beeinflusst. Die Zeit, in der Unternehmen einen Unternehmenssprecher oder eine Unternehmenssprecherin sozusagen als Schnittstelle nach außen hatten, einzige Schnittstelle, die sind lange vorbei. Ganz im Gegenteil, selbst im B2B-Bereich versuchen immer mehr Unternehmen, natürlich zu Recht, und wenn Sie sich an Thomans Gastvortrag erinnern, ist, glaube ich, auch klar, welches Potenzial da drin steckt, Corporate Influencer zu etablieren, beziehungsweise eigene Mitarbeiterinnen und eigene Mitarbeiter zu Sprechern des Unternehmens zu machen. Nichtsdestotrotz ist natürlich immer die Marke der zentrale Kern. Es gibt Unternehmen, die sehr viel Aufwand in den Aufbau einer Marke investieren. Wenn meine Frau macht immer wieder mal in den Lehrveranstaltungen eine Übung mit den Studierenden, wo es darum geht, dass sich eine Gruppe oder eine Einzelperson eine Marke überlegt und dann eine Person beschreibt und sozusagen, wie würde diese Marke als Person aussehen. Und es wird dann vorgetragen und die anderen müssen raten. Und es ist ganz erstaunlich, da tauchen natürlich meistens die sehr populären, bekannten Marken auf, Stichwort Red Bull, Swarovski, Apple und so weiter. Und das geht meistens sehr schnell anhand weniger Key-Merkmale, dass man dann tatsächlich in der Lage ist, diese Marken zu erkennen. Warum ist das so? Weil da im Vorfeld eben sehr viel passiert ist und Red Bull ist hier ein für mich sehr, sehr spannendes Beispiel, weil, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Red Bull selber überhaupt keine Produktion betreibt. Das heißt, die arbeiten in den einzelnen Ländern mit Getränkeproduzenten zusammen, die entsprechende Abfüllanlagen haben. Das war in Österreich lange Rauch, weiß ich nicht, ob die das noch sind oder ob das wer anderer macht. Und die haben eben mit Red Bull entsprechende Verträge. Die liefern das Produkt und das Unternehmen Red Bull selber hat nirgendwo eine Produktionshalle. Das besteht im Wesentlichen aus einem Vertriebsteam und eben den ganzen Marketingteams, Events und so weiter. Red Bull investiert einen, was natürlich bei einem Produkt, das zu einem Premiumpreis verkauft wird, einfacher als bei einem Billig-Energy-Drink, einen beträchtlichen Teil des Gewinns in spektakuläre Inszenierungen. Die sprechen manche mehr, manche weniger an. Ich gebe ganz offen zu, ich bin kein Fan der Glorifizierung von Extremsport und möglichst vielen Schrauben in den Gelenken, aber nichtsdestotrotz, all diese Aktivitäten und bei Red Bull hat man natürlich auch in den letzten 20 Jahren eine sehr deutliche Entwicklung hin zum Mainstream gesehen. Am Anfang waren das vor allem Nischensportarten, die Red Bull unterstützt hat, aber vor 20 Jahren wäre es überhaupt nicht in Frage gekommen, dass Red Bull ein Formel-1-Team oder geschweige denn eine Fußballmannschaft sponsert. Aber all diese Aktivitäten in Summe tragen zur Markenidentität bei oder zahlen auf die Markenidentität ein, wie immer man das nennen möchte, und machen damit dann Marken wiedererkennbar. Das hat, wie gesagt, vorerst mal nichts mit digitaler Kommunikation oder Social Media zu tun. Aber natürlich sind alle Aktivitäten, die Unternehmen auch auf Social Media Kanälen setzen, gehören zu diesem Gesamt-Marken-Image oder Markenbild dazu. Und da gibt es ein Modell über die unterschiedlichen Dimensionen von Markenpersönlichkeiten. Ich habe die Folie von meiner Gattin gestohlen. Es gibt unterschiedliche Dimensionen von Markenpersönlichkeiten, unterschiedliche Dimensionen, anhand derer man eine Marke ja, zuordnen kann oder einsortieren. Da spielen eben solche Dinge wie Zuverlässigkeit, Intelligenz, Erfolg eine Rolle.
Welche Aspekte einer Marke Sie betonen, hängt natürlich sehr, sehr stark von der angepeilten Zielgruppe her ab. Also Bodenständigkeit wird bei Red Bull eine geringere Rolle spielen als beispielsweise Kühnheit. Kultiviertheit spielt für viele High-End-Luxusmarken eine größere Rolle als Naturverbundenheit. Bei denken Sie an Bioprodukte oder chemiefrei, na, das ist ja Blödsinn, chemiefrei gibt es ja nicht, aber Kosmetik, die frei von künstlichen Inhaltsstoffen ist und so weiter. Da wird Naturverbundenheit eine beträchtliche, Naturverbundenheit und Ehrlichkeit werden hier mehr im Vordergrund stehen als möglicherweise Intelligenz und Einfallsreichtum. Das heißt, aus dieser Zuordnung dieser Eigenschaften einer Marke entsteht das Markenbild und die Markenidentität, und es gibt dieses Modell von C.G. Jung, das kennen Sie natürlich alle, der österreichische Therapeut, Psychologe, so sehen Sie das Ganze, der hat ein Modell geschaffen oder ein Konzept besser gesagt der sogenannten Archetypen. Die gehen aus von vier grundsätzlichen Kernwerten, vier Persönlichkeitsanteilen, die in uns in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sind, und einer dieser Persönlichkeitsanteile ist, wenn Sie so wollen, der Hauptmotivator oder Haupttreiber. Es gibt Personen, die gerne Strukturen schaffen, man hat viel mit Rationalität und Zahlenbezug zu tun. Es gibt Personen, für die die Verbindung mit anderen im Vordergrund steht, Stichwort Empathie. Es gibt Personen, denen es vor allem darum geht, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und es gibt Personen, die eher auf die Spiritualität konzentriert sind. Unter all diesen vier Dimensionen gibt es jetzt Untertypen, die hier in dieser Grafik auch dargestellt sind. Und diese Untertypen münden schließlich in die Archetypen, für die sich Jung recht, ich sage mal, einprägsame, griffige Begriffe ausgedacht hat. So hier, wenn ausgehend von Struktur schaffen, jemand legt besonders viel Wert auf Kontrolle, würde der Archetyp Herrscher auf ihn oder sie zutreffen. Jemand, der sich gern mit anderen verbindet, dem Vergnügen wichtig ist, den nennt Jung den Narr. Das ist alles nicht wertend übrigens. Ja, und diese Archetypen bedingen auch unterschiedliche Präferenzen und unterschiedliche Dinge, auf die Personen ansprechen. Kann man sagen, wenn Sie Ihre Markenidentität aufbauen, wenn Sie Ihren Markenkern schaffen, wenn Sie an Ihren Markenwerten arbeiten, dann werden Sie eigentlich niemals all diese Archetypen in der gleichen Weise ansprechen können, weil die bis zu einem gewissen Grad auch diametral sind. Für eine Marke sind andere Aspekte an einem Produkt oder Service vollkommen relevant als für einen Herrscher. Diese Archetypeneinteilung ist eine weitere Möglichkeit, Segmentierung vorzunehmen oder auf Zielgruppen adäquate Kommunikation zu setzen. Die Werte, die ich bei einer Marke in Vordergrund stelle oder die bei einer Marke die größte Rolle spielen, die hängen eben meistens oder so gut wie immer mit diesen archetypisch wichtigen Werten zusammen. Ein Konzept, das man im Zusammenhang mit Social Media besonders häufig hört oder ein Begriff, der oft genannt wird, wenn es um Markenkommunikation geht, ist Authentizität. Ja, da würgt es mich gleich ein bisschen, weil der Begriff so viel verwendet wird oder so überstrapaziert. Aber Authentizität heißt natürlich, dass letztendlich die Außenaktivitäten und damit auch die Kommunikation die Kern- und Markenwerte des Unternehmens widerspiegeln. Das heißt, ein junges, dynamisches Startup-Team wird, wenn sie einen, sagen wir mal, Livestream präsentieren, dann werden die sich nicht, sie im Normalfall mit T-Shirts rumrennen, dann werden die sich nicht in Fracks setzen, außer man möchte das besonders karikieren, könnte ja ein Finanzstartup machen. Umgekehrt, genauso eine seriöse Anwaltsfirma wird sich in ihren Online-Aktivitäten nicht zum Kasperl machen. Das heißt, Authentizität hat sehr viel zu tun mit Konsistenz. Und Konsistenz bedeutet wiederum, dass Sie als Marke, als Unternehmen wiedererkennbar sein sollten. Das bedingt eine gewisse Einprägsamkeit. Aber Konsistenz heißt auch, dass Ihr Auftritt quer über die einzelnen Kanäle sehr leicht wiedererkennbar sein sollte. Das mag jetzt ein wenig der Idee widersprechen, die wir auch schon anklingen haben lassen in der Vorlesung, dass Social Media Kanäle sehr unterschiedliche Zielgruppe oder besser gesagt, dass die Frage, welche Zielgruppe für Sie die wichtigste ist, sehr stark mitdefiniert, welche Kanäle
für Sie die wichtigsten sein werden. Jetzt sage ich aber gerade, das soll alles wiedererkennbar sein. Das sind allerdings in der Tat zwei Anforderungen oder zwei Themen, die sich in keinster Weise gegenseitig ausschließen. Wenn Sie auf Instagram mit einer tendenziell anderen Zielgruppe kommunizieren auf LinkedIn, dann bedeutet es ja nicht, Sie werden andere Texte, andere Fotos, Videos verwenden, aber CI-Elemente, im simpelsten Fall, aber das ist wirklich nur der Beginn, ein Logo, das sich im Video widerspiegelt, eine Watermark, bestimmte visuelle Identität, die müssen konsistent sein und werden dadurch im Laufe der Zeit dann auch ja, sozusagen erlernt oder gewohnt und sie erkennen dann sehr schnell im Normalfall, ob es sich um Aktivitäten eben dieser entsprechenden Marke handelt. Es gibt in so gut wie jedem Bereich sogenannte preissensitive und qualitätssensitive Märkte. Wenn für jemanden beim Einkauf seiner Energy Drinks der Verkaufspreis die größte Rolle spielt, dann wird er oder sie vielleicht ein genaues Auge auf Prospekte werfen oder die Webseiten vorher anschauen und dann den billigsten Energy Drink kaufen. Wenn man sich die Zusammensetzung anschaut, die chemische, dann unterscheiden sich ja alle Plagiate von Eigenmarken tatsächlich überhaupt nicht in ihrer Zusammensetzung von dem, was in Red Bull drin ist. Dann gibt es aber die qualitätssensitiven Märkte und das sind Personen, die eher sozusagen eher Wert auf die Qualität legen, wo der Preis eine sekundäre Rolle spielt. Und das ist schon ein sehr interessantes Phänomen, deswegen nehme ich da immer gerne Red Bull als Beispiel, weil in den meisten Bereichen spielt die Qualität des Produkts ja tatsächlich eine Rolle, die faktische Qualität. Wenn Sie aber zwei Zuckerwasser mit Kohlensäure, Taurin, Koffein und ein paar anderen Konservierungsmitteln drin kaufen und die sind chemisch vollkommen identisch zusammengesetzt, dann kann ja offensichtlich die Bereitschaft für das eine Produkt den 5- bis 8-fachen Preis des anderen zu bezahlen, nicht immanent in den Produkteigenschaften verortet sein. Und könnte man sagen, die Bereitschaft, diese 80% oder 60% mehr zu bezahlen, die speist sich aus den kommunikativen Aktivitäten des Unternehmens. Das ist eigentlich eine Tatsache, die wir uns selber nicht wahnsinnig gern eingestehen, weil wir uns natürlich alle für absolut faktenbasierte, rationale Menschen handeln. Wären wir das, dann ging das natürlich nicht so ohne weiteres, dass man Produkte im Wesentlichen aus Marketing heraus schafft. Red Bull ist hier sicherlich ein Extremfall, aber es geht eben darum, Werte zu kommunizieren, etwas, das man nur bei diesem Produkt bekommt. Und das kann es ja viel mit dem Nimbus und mit den kommunikativen Aktivitäten zu tun haben und muss gar nicht letztendlich mit dem Produkt selber verbunden sein. Da spielt natürlich auch Storytelling sehr stark rein. Das bloße Anpreisen von Produkteigenschaften wird kaum mehr eine Katze hinter dem Ofen hervorlocken. Es geht eben darum, wenn man sagt, wir sind die Besten, auch darum zu erklären, warum das denn der Fall ist. Wir haben, wenn wir Markenidentitäten basteln, dann spielt Social Media, ich sage mal, so sehr oder so wenig eine Rolle, wie unsere Zielgruppen Social Media Plattformen nutzen. Was meine ich damit? Wenn Sie in der Waffenindustrie tätig sind, eine Branche, die momentan natürlich sehr traurigerweise sehr großen Aufschwung erlebt, wenn Sie in der Waffenindustrie tätig sind, dann werden Social Media Kanäle nur einen sehr geringen Teil Ihrer Marketingaktivitäten ausmachen. Wenn Sie Produkte verkaufen, die in erster Linie für Millennials relevant sind, werden Sie auf Social Media natürlich überhaupt nicht verzichten können. Das heißt, Sie müssen natürlich dort hingehen, wo sich Ihre Zielgruppe aufhält. Dort basiert auch die Marke, aber das muss konsistent sein mit allen anderen Aktivitäten. Und was Branding eigentlich bedeutet, möchte ich Ihnen in einem kurzen Video präsentieren. Ich glaube, das ist relativ einprägsam und hat sehr viel mit dem Phänomen zu tun, wie wir selber eben Marken wahrnehmen. Coke is just soda, Tylenol, and Levi's are just jeans. Yet consumers go out of their way to select these specific brands over others. An economist would say, how is this possible that a rational consumer would be willing to pay more for exactly the same thing? We love to think about ourselves as rational. That's not how it works.
A very famous study done by colleagues at Duke University had flashed either the Apple logo or the IBM logo to two randomized groups of participants. The study found that after being subliminally exposed to the Apple logo, compared to when you've been exposed to the IBM logo, participants performed better on creative tasks. And the argument is that Apple has been telling you this story over and over again, that Apple is the brand for hip, cool, fun, creative people. This is the true power of brands. They can influence our behavior in ways that extend way beyond the point of sale. So, to what degree can the influence of brands wreak havoc on our ability to make rational spending decisions? This is Your Brain on Money. This is Americus Reed. He studies identity and marketing at the University of Pennsylvania. When I make choices about different brands, I'm choosing to create an identity. When I put that shirt on, when I put those shoes on, those jeans, that hat, someone is going to form an impression about what I'm about. So if I'm choosing Nike over Under Armour, I'm choosing a kind of different way to express affiliation with sport. The Nike thing is about performance. The Under Armour thing is about the underdog. I have to choose which of these different conceptual pathways is most consistent with where I am in my life. And once a consumer makes that choice, their relationship with a brand can deepen to the point where they identify with the brand like family. And once you identify with a brand, it can shape the way you behave. And it's really interesting because they will also, if someone talks bad about that product, brand, or service, they will be the first to go out and defend. Why? Because an attack on the brand is an attack on themselves. Michael Platt is a professor of neuroscience, marketing, and psychology whose research demonstrates how our perception of brands influences our decisions. There's an idea in marketing, which is that we relate to brands in the same way we relate to people. It's like, I love this brand, or I hate this brand. Of course, what people say, right, can often be different from what's really going on in their heads. So we thought, well, why don't we just ask the brain directly? Michael and his team observed the brains of iPhone users and Samsung Galaxy users with an MRI machine while they heard good, bad, and neutral news about Apple and Samsung. Apple customers showed a brain empathy response toward Apple that was exactly what you'd see in the way you would respond to somebody in your own family. Strangely, Samsung users didn't have any positive or negative responses when good or bad news was released about their brand. The only evidence that Samsung users showed was reverse empathy for Apple news, meaning if the Apple headline was negative, their brain reflected a positive response. You know, it really shows us that Apple has completely defined the market here. Samsung customers, it seems, from their brain data, are only buying Samsung because they hate Apple. The kicker? The Samsung users didn't report feeling the results their MRIs showed. What was happening in their brains and what they reported feeling towards Apple and Samsung were totally different. Most people just don't realize that they are subconsciously choosing brands because those brands have some kind of self-expressive value. You can see there's a lot of power here in terms of shaping consumers' decisions. As we learn more and more about that, we have to think much more deeply about the ethical, legal, and societal implications of doing that. So as consumers, what can we do to make informed choices? Well, the best thing we can do is be aware of the influence that brands hold. I think it's important to always pause and think a little bit about, okay, why am I buying this product? And like it or not, brands aren't going anywhere. I've heard lots of people push back and say that I'm not into brands. I take a very different view. They're not doing anything any different than what someone who affiliates with a brand is doing. They have a brand. It's just an anti-brand brand. And I think about what is it that I've learned about identity over time. I think a lot of it has to do with the fundamental need that we as humans have to have support systems. Perhaps it was the church, it was the community, it was these other institutions that existed. Now brands have stepped in as pillars of our identity. So I'm very much motivated to see that in that positive light.
Ja, das ist natürlich eine, ja, fast ein bisschen spooky sozusagen, wenn man das sieht, wie weit dieser Einfluss reicht und wie sehr sich die Aktivitäten des Brandbuildings letztendlich sogar in unseren Neuromustern widerspiegeln. Alles andere als selbstverständlich, aber das alles ist sehr, wie gesagt, sehr verbunden mit unserer grundsätzlichen Konzeption von Identität. Wie erlebe ich mich selbst in der Welt, was sind meine Kernwerte und in welchen Unternehmen oder Brands finde ich diese Werte wiedergespiegelt? Das heißt sozusagen, da steckt natürlich sehr viel Mechanismus von Selbstbestätigung drin. Es ist im Social Media Bereich, und da ist, glaube ich, auch die tatsächliche Bedeutung oder die Stärke dieses Themas Dialog zu sehen im Brandbuilding. Die Änderung besteht ja nicht mehr darin, dass wir nicht mehr eine zentrale Schnittstelle zur Außenkommunikation haben, sondern dass sich die Kommunikation zumindest potenziell von der One-Way in eine Zwei-Weg-Kommunikation entwickelt, beziehungsweise dass auf Social-Media-Kanälen der Rückweg natürlich immer integriert ist. Jetzt, was Konsistenz betrifft, Unternehmensauftritt und so weiter, spielt natürlich zum einen die Aktivitäten des Unternehmens eine große Rolle, Konsistenz über die einzelnen Kanäle, wiedererkennbare Botschaften, im Idealfall ein Stil, den man möglichst schnell wiedererkennt, ein Kommunikationsstil, aber eine ganz weitere wichtige Partei, könnte man sagen, oder ein wichtiger Akteur, sind natürlich die Kunden oder die Nutzerinnen selber. Und da möchte ich Ihnen, das hat mich sehr beeindruckt, dass ich es zum ersten Mal gesehen habe, noch ein kurzes Video vorspielen vom Weinmeier heißt er, glaube ich, wenn ich das richtig sage, Martin Neumeier, ein legendärer Designer, der ging in den 70er Jahren in die USA und hat dann eigentlich in den darauffolgenden 30 Jahren die großen Unternehmen, unter anderem Apple, und sehr viele weitere Brands in Sachen Design, wäre zu kurz gegriffen, aber Branding beraten. Und es ist sehr, sehr interessant, was er in diesem kurzen, er nennt es 4 Minuten Crashkurs, darüber sagt, was ein Brand eigentlich ist. Und ich glaube, das trifft genau unser zentrales Thema mit Social Media Brand Building. The term branding, people use it interchangeably with logo design, identity design, or even sometimes typography. Mm-hmm. And maybe we need to set the record straight. I know you're the best person to tell us. What is branding, Marty? Yeah, so let's start with what branding isn't. Okay. It's because it's not a lot of things people say it is. It's not a logo. Okay. A logo is a very useful tool for a business, but it's not the brand. It's a symbol for the brand. A brand is not a product. So when people talk about this brand, buying this brand or that brand, they're really talking about buying one product or another product. The brand is not that. People say the brand is a promise the company makes to customers, and there's some truth in that. Yep. I mean, it does end up acting as a promise, but that's not what it is either. Advertising people like to say, well, it's the sum of all the impressions that a company makes on an audience. Yeah. Well, you know, if you're trying to sell a lot of impressions, I can see where that might be useful to you. But from a business's point of view, why do they want that? Right. So, and how does that help self-serving creative people understand what they're doing? Right. So none of those things are really what branding is. A brand is a result. It's a customer's gut feeling about a product, a service, or a company. It ends up in their heads, in their hearts. They take whatever raw materials you throw at them and they make something out of it, but they're making it, they're creating it. And so in a sense, when you create a brand, you're not creating one brand, you're creating millions of brands, like however many customers or people in your audience. Oh. Each one has a different brand of you. So a brand is like a reputation, right? So it's your business reputation, and everyone's going to be a little bit different about what that reputation is. And that's okay, as long as you've got it corralled mostly where you want it and that it's beneficial to the company. So we tend to look at companies and designers tend to look at branding as, from our point of view, like this is something we're doing. We're telling a story, we're making a claim, we're making a pitch. And that's what we do, but that's not what a brand is. A brand is the result of that. And if you don't start there, you don't know what you're doing. You actually don't know what you think you know what you're doing, but you don't. So from a designer's point of view, I mean, I always tended to be this way. It's like, I just had a
It was my gut feeling, right, about whether this is going to work or not. And then I would sell it as hard as I could to get the client to sign off on it. From the client's point of view, they're going, well, it's a checklist. I got the, you know, I got the logo. I got the tagline. I got the ad campaign. Click, check, check. And they think they're done. Right. None of that's right. You know, what's right is what happens in people's heads. Like, what have we achieved? Mm-hmm. Like, what's the reputation that we've created through the products we're putting out, like, and the design of the products, the messaging we're putting out, the look and feel of them, our culture, you know, how does that affect people? How our employees behave, you know, how is that affecting our reputation? All that stuff counts. So it's a big world, and it actually takes in almost all of business. Not so much finance, but finance is involved too, because finance has to green light all these things. But almost everybody in a company is, you know, affecting the brand, doing something with the brand, doing it for the brand, or hurting the brand. So you got to think of it that way. Whew. I didn't want to say one word because that was perfect. And this is also meiner Ansicht nach kann man das kaum schöner zusammenfassen, nämlich genau dieses Spiel mit angebotenen Reflexionsflächen. Letztendlich hat natürlich der Nutzer oder seine Werte, seine Persönlichkeit gibt den größten Ausschlag, und wir können uns als Person, wenn es jetzt um Personal Branding geht, oder als Unternehmen, wenn es um Branding geht, sozusagen schwierig über Glaubenssätze hinwegsetzen. Wenn jemand sein ganzes Leben lang fest davon überzeugt war, dass Kuhmilch das Einzige ist, was ihn am Leben erhält, und Sojamilch widerlich findet, dann wird durch kommunikative Aktivitäten wenig zu erreichen sein. Da muss im Normalfall schon etwas Drastischeres passieren. Aber das, was in dem Interview mit Martin sehr gut rauskommt, es geht beim Branding eben darum, bei einem Großteil der Personen reproduzierbare Dinge auszulösen und damit auch eine möglichst homogene Zielgruppe zu schaffen. Weil die Zielgruppe in der Praxis und in der realen Welt da draußen aber sowieso niemals so homogen ist, wie wir uns das im Marketing vorstellen, ist es umso wichtiger, dass man in den kommunikativen Unternehmensaktivitäten möglichst konsistent ist. Und wie bringt man so einen Branding-Prozess auf den Boden? Oder was bedeutet das, wenn ich für mein eigenes Unternehmen, jemand von Ihnen vorhat, sich selbstständig zu machen, oder in einem Unternehmen, wo Sie tätig sind, wie geht man das Ganze an? Das spielen alle diese formalen Aspekte eine große Rolle. Wie gesagt, es wird in den meisten Fällen schwierig sein, im Social-Media-Bereich ohne Logo oder visuelles Material zu agieren. Aber natürlich geht es da nicht nur um ein Logo, Style-Guides, Farben des Unternehmens, Schriftarten, die verwendet werden, alles das, was man so typischerweise in einem Style-Guide findet, sind die äußeren Aspekte, die unterstützen die visuelle Wiedererkennbarkeit, aber Branding-Konzept geht natürlich sehr viel weiter. Viele Unternehmen, gerade natürlich im High-End-Fashion-Bereich, legen da sehr viel vor, auch an visueller Inszenierung. Wenn Sie sich viele populäre Instagram-Accounts anschauen, dann werden Sie sehen, die gehen viel weiter als nur ein Logo oder ein Farbbalken irgendwo reinzumachen, sondern überlegen sich wirklich eine visuelle oder farbliche Welt für die Fotos selber. Die sind alle sehr wiedererkennbar inszeniert. Das geht hin bis zum Schreibstil, wie jemand kommuniziert im Unternehmen. Da gibt es einige Beispiele, die, ich glaube, war das Wendy's oder Taco Bell, deren Social Media Konzept besteht im Wesentlichen darin, und das ist ja ungewöhnlich natürlich für so ein Unternehmen, ihre Fans und Follower auf witzige Weise zu beleidigen und sozusagen von denen dafür noch bejubelt zu werden. Das ist sehr konsistent, würde man im Normalfall nicht unbedingt empfehlen, die eigenen Kunden zu beleidigen, aber sie machen das so charmant und witzig. Da gab es eine Kampagne, wo Leute aufgefordert wurden, eben auch Fotos von sich selber an Wendy's zu schicken und dann mit einem spöttischen Kommentar und einem Gutschein belohnt wurden. Kann man alles umdrehen, wenn es konsistent genug ist. Aber was sehr, sehr wichtig ist, im Kopf zu behalten, alle diese Guides müssen in einer Art und Weise ausgestaltet sein, egal ob für Einzelpersonen oder für größere Unternehmen, dass sie auch in der Praxis tatsächlich umsetzbar sind. Wenn ich jetzt in einem Tonalitätsguide den Leuten sage, schreib lustig, wird es relativ wenig helfen oder wenig praktisch anwendbar sein. Sehr genau eingrenzt ist auch schwierig. Da muss man eine gute mittlere Flughöhe finden. Ich kann mich erinnern an ein Beispiel aus meiner beruflichen Laufbahn, das mir auch sehr viel beigebracht hat über Branding in der Praxis. War so vor 20 Jahren, da habe ich für ein Unternehmen eine Kampagnen-Homepage, eine Landingpage gebaut in Österreich. Ein internationales Unternehmen, und die hatten eben
Webseiten in mehreren Ländern, die aber alle zentral von Asien aus betrieben wurden und deswegen wollten wir mal eine eigene Landingpage machen. Wie auch immer, wir haben das Projekt besprochen und ich habe dann, nachdem sozusagen das ganze Briefing durch war und ich eigentlich beginnen wollte, die Landingpage zu bauen, und ich mir gesagt, ja, weil es ist wichtig, wir haben einen sehr genauen Style Guide und der muss halt eingehalten werden, wir schicken dir den mal. Und ich habe dann tatsächlich, die haben mir das sogar in Print zugeschickt, das war ein Format irgendwo zwischen DIN A4 und DIN A3, 1300 Zeichen, da war wirklich jeder denkbare Fall abgehandelt. Wie viele Pixel müssen neben dem Logo Platz sein, wenn ich es auf das und das Format tue, das ist wahnsinnig detailliert. Und ich habe mir gedacht, wenn ich nur allein den Style Guide durchzulesen, das hat sich natürlich nicht alles auf Webseiten bezogen, ein Teil war Print, Grafik im Fernsehen und so weiter, und dann brauche ich schon mehr Zeit, als eigentlich um die Webseite zu programmieren. Und dann mache ich es halt anders. Ich schaue mir einfach bei der Österreich-Seite an, was die für Farben und Schriften damit haben, und nehme dann irgendwie die gleichen. Bin dann auf die Webseite gegangen, habe einen Screenshot gemacht, es war in dem Fall ein bestimmtes Rot, haben wir das Rot angeschaut und dann ist mir aufgefallen, es ist ein ziemlich anderes Rot, das im Style Guide angegeben wird. Dann habe ich mir die Screenshots gemacht von der deutschen, britischen, französischen, spanischen Seite und alle haben relativ ähnlich ausgeschaut. Sie wissen ja, Monitore geben vor allem auch nicht genau wieder, es war immer ein anderer Rotton. Die Pixelabstände und so, die waren auf jeder einzelnen Länderseite etwas anders. Ich habe dann lachen müssen, Webseite ist dann irgendwann fertig geworden und die waren auch recht zufrieden damit. Aber der Punkt ist halt, wenn man zu genaue Vorgaben hat, dann kann sich auch niemand mehr dran halten. CI oder Style Guide sind natürlich kein Selbstzweck, sondern ein Mittel oder ein Tool, um konsistente Kommunikation zu unterstützen. Ganz besonders auch im Social Media Bereich. Und wie gesagt, es ist sehr hilfreich, wenn man da einen Mittelweg findet, der gut handelbar ist. In einem Unternehmen könnte man beispielsweise, wenn es dort Mitarbeiter gibt, die, keine Ahnung, regelmäßig auf Facebook, Instagram, LinkedIn posten, könnte man Templates zur Verfügung stellen, Informationen und Guides und Tipps, die nicht so überbordend sind, dass es sowieso niemand durchliest. Aber wie gesagt, alles, was unsere Konsistenz in der Kommunikation, der Wert, aber auch im visuellen Auftritt erhöht, macht eine Marke erkennbarer. Und dass im Social-Media-Bereich da so viele Leute im Unternehmen involviert sind, ist natürlich sehr erfreulich aus Diversitätssicht, aber nicht unbedingt einfacher managebar in der Praxis. Ja, und so, sorry für die Stream-Hiccups, dürfte Twitch normalerweise sehr zuverlässig, aber das dürfte uns halt ein wenig im Stich gelassen haben. Die Aufzeichnung folgt dann gleich. Danke fürs Dabeisein, schönen Feiertag und bis zu unserem vorletzten Termin, dann mit Social Media Monitoring, KPIs und Analyse. Ja, je besser man die Kunden kennt, desto einfacher wird es ihnen was zu verkaufen. Wenn man sie perfekt kennt, dann weiß man genau, was sie möchten. Schlüssel und Schloss sozusagen. Dankeschön und bis in 2 Wochen.